Herzlich willkommen zur 81. Ausgabe der Blitznews des Remscheider Fernsehen Tele-DMW. Ich habe die Breaking News für Sie bis einschließlich dem 31. Januar 2016. Im Studio hat Platz genommen Ihr Michael Westkamp. Zunächst in eigener Sache, seit dem 1. Februar, wie Sie wissen, ist ja unsere Homepage platt. IT-Experten ist es nicht gelungen, diese Homepage zu retten. Da habe ich mich selber dran gesetzt und habe eine Not-Homepage gebastelt. Und die sollte so aussehen wie die alte. Ist aber nicht so ganz gelungen, aber vieles werden Sie wiedererkennen. Wenn Sie auf den Schriftzug Kanal Tele DMW, der ist immer gelb, irgendwo auf der Homepage klicken, dann sind Sie hier bei mir und können die Nachrichten sehen. Wollen wir loslegen? Einverstanden. Am Montag, dem 25. Januar 2016, war es wie in Hollywood in Remscheid. Ein richtiger spannender Crashfilm wurde gedreht, nur er war nicht so spaßig wie in Hollywood. Ja, am Montag, dem 25. Januar 2016, kam es gegen 18.10 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem PKW. Am Bahnübergang Alexanderstraße-Blumenthalstraße, da ist nämlich eine Schranke, brachte ein 78-jähriger Remscheider seinen PKW aufgrund vor ihm haltender Fahrzeuge auf den Gleisen zum Stillstand. Das ist nicht gut. Einem 40-jährigen Zugführer gelang es trotz Notbremsung nicht mehr, sein Fahrzeug zum Halten zu bringen. Bei dem Unfall wurde der PKW-Fahrer leicht verletzt. Der Wagen soll 100 Meter vom Zug geschoben worden sein und die Schranke laut Augenzeuge geruckelt haben, als sie sich schloss. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Eine neue Meldung. Ein 32-jähriger Seat-Fahrer, das ist eine Kreuzung, da macht man so manchen Unfall, war am Montag, dem 25. Januar 2016 gegen 7.15 Uhr auf der Straße Vieringhausen stadtauswärts unterwegs, als er an der Einmündung Solinger Straße, Ecke Sparkasse, links abbiegen wollte, wurde sein Fahrzeug von einem Skoda tatschiert, der in Richtung Solingen unterwegs war und in Höhe des Seats eine Kehrmaschine überholte. Der Skoda geriet kurz ins Schleudern, setzte seine Fahrt aber in Richtung Solingen fort. Der Seat-Fahrer und sein 33-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus nach langen, langen Wartezeiten behandelt werden mussten. Die Ermittlungen der Polizei führten zu einer 36-jährigen Solingerin. Sie musste ihren Führerschein nicht durchreißen, sondern nur abgeben. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hui, hui! Ich könnte mir vorstellen, dass es in der nächsten Sendung etwas lustiger aussieht. Ich glaube, dann haben wir schon so ein bisschen Karneval, ne? Kann das sein? So ungefähr. Ja, haut hin. Ich wünsche Ihnen aber noch eine schöne, nüchterne, regenfreie Woche. Tele DMW.